Servus, liebe Food Factory Community, und willkommen zu einem neuen, kleinen, aber feinen Video über Küchengrundlagen. Heute um das schöne Thema Mürber. Ich hoffe, mein Französisch ist noch gut genug. Es wird so quasi ausgeschrieben und ist mit einer der wichtigsten Grundsteine für Soßen, Suppen, Ragouts und so weiter und so fort. Es ist auf Deutsch übersetzt natürlich ein Röstgemüse. Jetzt aber nicht verwechseln mit irgendeinem schönen Gemüse, was ihr im Ofen schiebt und dazu irgendeinen richtig coolen Dip, sondern es ist der Bestandteil von ganz vielen Grundrezepten. Ein Mürber oder Röstgemüse besteht im Grunde aus denselben Zutaten, die ihr im Suppengrün findet. Es ist im Grunde eigentlich auch fast nichts anderes als das Suppengrün. Bestehend jetzt in meinem Fall hier aus bisschen Sellerie. Dann habe ich hier noch eine Petersilienwurzel, Lauch, Zwiebel, Karotten, Staudensellerie. Was jetzt noch gern dazu kommt, sind zum Beispiel Pilze. Pilze, warum? Weil Pilze sehr viel Umami haben und somit einen schönen Grundgeschmack schon damit reinkriegen. So ist es jetzt im Grunde eigentlich nur ein Suppengemüse. Aber wie wird daraus jetzt unser Röstgemüse, unser Mürber? Indem wir alles schön klein schneiden. Man lernt in der Schule walnussgroße Stückchen, dass wir das dann am Schluss schön anrösten können. Hierbei geht es quasi durch das Anrösten so viel Geschmack herauszuholen, wie es nur geht. Das heißt, wir haben dann später einen Topf. Wir machen dann zum Beispiel einen Wildgulasch draus, da zeige ich es euch dann nochmal genau. Oder es gibt ja schon allgemein so viele andere Videos bei mir hier in der Food Factory oder auch natürlich bei euch sicherlich daheim in ganz vielen Rezepten, wo es genau drin steht. Das heißt, wir schneiden das Ganze jetzt in walnussgroße Stückchen oder einfach in gleichmäßige Würfel und braten dann unser Röstgemüse in schön viel Öl richtig dunkel an. Und ich meine auch wirklich richtig dunkel. Zwei Dinge sollte man beachten. Erstens, man unterscheidet zwischen weichen und harten Mürber, also ganz einfach, eine Zwiebel und ein Lauch zählt als weich, während jetzt eine Karotte oder auch der Knollensellerie als festes oder hartes Mürber gilt. Das heißt, die zwei Sachen werden voneinander getrennt. Warum? Lauch verbrennt extrem schnell und wird dadurch bitter. Wollen wir natürlich nicht. Das heißt, man brät als erstes die festen Bestandteile an und dann die weichen. Zudem gibt es noch einen Unterschied. Es gibt noch quasi das normale Mürber und es gibt dann noch ein helles Mürber. Da verwendet man zum Beispiel überwiegend nur den weißen Teil vom Lauch, lässt zum Beispiel aber auch Karotte weg, sondern geht dann quasi nur auf Petersilienwurzel, Pastinaken, Sellerie, Zwiebeln und quasi das Weiße vom Lauch. Aber wenn ihr euch einfach so ein Suppengemüse kauft, dann ist es im Grunde schon vollkommen richtig. Okay, ich würde sagen, wir starten mit dem Schneiden. Ihr könnt jetzt die Schalen dran lassen. Wenn ihr das vorher ordentlich gewaschen habt, könnt ihr die Schalen dran lassen. Ich versuche aber hier gleich zwei Fliegen quasi mit einer Klappe zu schlagen. Ich schäle es trotzdem, hebe die Schalen aber auf und setze daraus noch eine extra Gemüsebrühe an. Denn wir haben viel Mürber, wir haben viel Geschmack. Dementsprechend, warum nicht? Ihr könnt zum Beispiel auch die Schalen einfach, ich habe es glaube ich schon ganz oft erwähnt, in den Zipbeutel geben, einfrieren. Und wenn ihr einfach mal eine Gemüsebrühe ansetzen wollt oder euer Zipbeutel quasi voll ist, dann könnt ihr einfach da eine frische Gemüsebrühe ansetzen. Deswegen gebe ich die Schalen separat, genauso auch den Strunk, in gleich große Stücke schneiden. Und vierteln die. Das Ganze geben wir jetzt in unsere Schüssel. Und das Ganze machen wir jetzt quasi auch mit allen anderen. Wie schon gesagt, nur Zwiebel und Lauch tun wir dann separieren. Übrigens, Zwiebelschalen, gerade wenn es jetzt so goldbraune oder kupferfarbene sind, wenn die ordentlich sauber sind, könnt ihr die auch einfach mit in euren Gemüsebeutel geben, denn das gibt eine schöne Farbe am Schluss. Man benutzt ja auch nicht umsonst Zwiebelschalen zum Einfärben von zum Beispiel Eiern an Ostern oder so. Staudensellerie ist im Grunde genauso reich an Umami wie zum Beispiel auch die Pilze und deswegen kommt der bei mir immer mit rein.
Als nächstes erhitzen wir jetzt einen Bräter, eine Pfanne, einen Topf ziemlich stark, geben dort Öl rein und rösten jetzt unser festes Mürber schön dunkel an. Wirklich schön dunkel, fast schon verbrannt. Keine Angst, es kann eigentlich gar nicht so dunkel werden, außer es brennt euch wirklich komplett an, dann natürlich nicht. Dann, wenn alles schön angeröstet ist, geben wir das weiche Mürber mit zu, rösten das auch nochmal kurz mit an, aber natürlich nicht mehr so lange, wie schon gesagt, der Lauch darf nicht verbrennen, sonst wird es bitter. Dann geben wir einen guten Schuss Tomatenmark dazu, lassen den auch nochmal leicht ankaramellisieren. Jetzt aufpassen, jetzt kann nämlich auch das Tomatenmark mit anbrennen, das wird auch ziemlich schnell bitter, dementsprechend schön einfach ankaramellisieren lassen und dann mit einem guten Rotwein ablöschen. Damit den Bodensatz schön ablösen, wieder mit Rotwein ablöschen. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das, glaube ich, degrassieren oder war das das Fettabschöpfen? Oh, mein Französisch ist echt. Ich glaube, degrassieren war es. Hey Siri, wie ist der Fachbegriff für mit Wein ablöschen? Deklassieren. Also, wir deklassieren quasi. Wie oft macht man das? Im Grunde kann man das wirklich bis zu 5-6 Mal machen. Ich mache es immer so, ich habe meistens 1 oder 2 Liter Rotwein und die verballere ich auch komplett. Ablöschen, einreduzieren, wieder ablöschen, wieder einreduzieren. Das Gemüse bekommt dann so einen richtig schönen Glanz. Und dann gießen wir das auf mit je nachdem, was wir machen. Ich mache zum Beispiel jetzt einen Wildgulasch, das heißt, ich gieße mit Wildfond auf. Wenn ihr aber zum Beispiel ein Ragout macht, dann könnt ihr natürlich auch mit Rinderfond auffüllen, ihr könnt mit Geflügelfond auffüllen. Fisch macht man es jetzt weniger. Für Fisch ist übrigens eher das helle Mürber dann da, dann röstet man es aber auch nicht so extrem an und so weiter und so fort. Und darauf baut ihr dann quasi auf. Aber jetzt wisst ihr zumindest, was ist ein Mürber, wie stellt man quasi ein Mürber her. Und ich wünsche euch viel Spaß bei anderen Videos gucken hier in der Food Factory. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren oder weiterhelfen. Und wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hannes aus der Food Factory. Ciao.